Kannst du jetzt fertig reden, du dummer Affe? Nein, das ist eine völlig uninteressante Geschichte. Du musst dir ein schlimmes Wort einfallen lassen, wie Affe ist langweilig. Ja. Eimer. Du fetzt Nilpferd. Eimer. Nilpferde sind gefährlich. Eimer. Nein, Eimer. Jetzt hau ab mit Eimer. Eimer Abdallah. Habe die Ehre, Evans, der Bierger. Das ist der Conny. Das ist Vollbautexperte. Das ist der Florian. Hallo. Hi. Was hast du denn da? Was steht heute drauf? Er ist nur wegen mir da. Nein, wegen Bier. Und das ist unsere erste exklusive YouTube-Folge. Ehrlich? Was ist dazu? Ist ja irre. Irre. Kommt das exklusiv auf diese? Krass. Das kommt da. Das kommt exklusiv auf Apple TV. Ja, das ist Spezi-Wirtschaft. Wir gessen, immer wir gessen. Ja, aber das ist schon wirklich geil. Wir müssen warten, bis das Intro vorbei ist. Wie lange sind das? Weiß ich nicht mehr. Okay. 3, 2, 1, Intro vorbei. What are you doing, Steppdose? I'm stuck! Ich glaube, da bleibst du echt stuck in dem. und cut. Lecker! Stuck und cut. I'm stuck und jetzt nicht mehr. Na, ich muss noch trinken. Weg so voll. Wann kriegen wir mir gerade eine kleine Dose, du geizige Wälzer? Mann, was soll ich machen? Ja, beim geizige Penner, gibt's eine kleine Dose. Ja. Ich hab doch, du hast doch nicht davor schon gesucht von uns, die kleine zweite mitgenommen. Ja. Ja. Leute, verzeihst du es wieder nicht. Ja, weißt du, was der scheiß Dosen kostet? Du musst einen über einen Liter Red Bull eingondeln, damit du deinen Maul aufkriegst. Schon geil eigentlich. Wie Power Pump Ding, da wird die kosten, die billige Red Bull-Kacke vom Edeka. T400? Boah, oder so. Power Pump, glaube ich. Hat die nicht T400 gekostet? Hat es nicht so King Kong oder sowas gegeben, oder wie die geheißen haben? Ich weiß nicht, das ist so ganz früh. So man hat doch irgendwann in seiner Sturm- und Drangzeit, wo man gesoffen hat, wie er behindert hat. Also gestern. Gestern und letztes Wochenende, wo okay. Man sich ein Boot gekauft hat, mit einer Flasche Wodka, wo 4 Red Bull-Dosen drin waren und 2 sind übrig geblieben. In dieser Phase hat doch jeder vom Netto Penny oder irgendwas diesen T400 eingeschüttet. Pumpet hat es, glaube ich, nicht gekostet. Nein, Pumpet ist das Little Electric Callboy. Bei uns war. Ich kenne mich nicht mehr aus. Zufall? Ich glaube nicht. Ich habe immer nur original Red Bull drungen, weil ich ein weißer, reicher Europäer bin und habe so leisten können. Ja. Oh. Oh, stimmt, ja. Ich habe einen Wodka allein gesoffen, weil ich es nicht mehr angerührt habe. Ob mir das Geld ausgegangen fürs Repul. Gerade noch 4,99 für einen Gorbatschow-Wodka von Penny. Ich wollte gerade sagen, weil ich ein weißer Kanisterkopf zu weit Osten bin. Blöd. Der war das so ein Kanisterkopf. Warum soll man Kanisterkopf nicht sagen? Ja, weiß auch keiner, wie gemeint ist. Wahrscheinlich schlungs euch dann dafür. Naja. Was soll man machen? Was soll man machen? Was soll man machen? Dafür nennen sie uns Kartoffeln. Tüften. 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 Halt mal der Fotzen, du fette Tüften. Ja, genau. Geil. Tüften. Darf ich nicht als Beleidigung erfassen. Das ist trotzdem nicht besser wie Schwachkopf und Eimer. Ich finde, Eimer ist eine gute Beleidigung. Ich finde aber, Eimer ist eine spitzenklasse Beleidigung, mit der keiner rechnet. Halt dein Maul, du Eimer. Was sagt denn sowas? Halt dein Maul, du Eimer. Verstehe nicht. Ja. Genauso wie wir Otto-Rolle. Liegt am Eimer. Schwarzbrezen. Schwarzbrezen ist auch cool. Ging gerade Schwarzdrumme. Nein, Schwarzbrezen. Ich kenne auch bloß Schwarzdrumme. Ja, Schwarzbrezen ist aber geil. Ja, was haben wir jetzt in unserer ersten super tollen YouTube-exklusiven Zipfelmtischling? Zipfelmtischling. Du hast die nicht. Fein. Nein, du ja nicht. Also, wobei ich kannte, ich habe einen Tigerpanzer dann am Tischling und. Und einen Tigerpanzer da vorne steht. Oh Gott. Oh Gott. Ich werde dann Sommer haben mit dir. Du noch mal nicht erklären, nicht konnt erklären. Konnte er auch schießen? Nicht erklären, nicht erklären. Das soll nur Leute sein. Es ist also, um vielleicht einmal kurz zu erklären, wir versuchen es, dass wir, was heißt mit der wir jetzt rein, dass jede Woche kommt jetzt eine Spezi-Wirtschaft-Folge. Schwul. Aber mittlerweile ist alles schwul. Stimmt ja wieder. Eigentlich müssen sie einer von uns schwarz anstellen. Blackfacing darf man nicht mehr da. Darf man nicht mehr da. Oh. Dann muss einer von uns sie opfern und so lange ins Solarium gehen, also als Diversity-Experte. Ich kriege gleich so einen. Ich gebe mir 2 Monate im Sommer, dann bin ich auch schon sehr dunkel. Ja, im Sommer tue ich mich schon auch leicht. Auf alle Fälle strengen wir uns so, dass jede Woche eine Folge kommt. Das kleine Aber ist aber, dass zum Beispiel heute die Folge nicht Nummer 20 ist, sondern 19,5. Das habt ihr nicht einmal hier gewusst. Doch. Ihr habt es eigentlich schon fast gedacht. Wir haben telefoniert und dann haben wir. Habt es gedacht. Ja, wenn man sich einfach die letzte halbe Stunde von dem Stream ausschaut, dann weiß man eigentlich immer, was passiert.
Das stimmt, du schaust. Ich finde es ja lustig, dass du meinen Stream schaust. Ich schaue eigentlich immer nur die letzte halbe Stunde, weil du weißt, da verzeih ich dann, auf was auf die Tür kommt, wenn Podcast ist. Ja. Ich schaue mir nur gerade die ersten 10 Minuten, damit wir aufhören können, wie viel Geld das denn heute ist. Und dann wirst du ein bisschen neidig gewesen. Ja, natürlich! Soll ich nie so arbeiten gehen und bugeln wie ein Ochs? Ja. Du aber auch nicht. Du arbeitsloser Wichser. Was aber viel wichtiger ist, Helene Fischer hat ihre Tour endlich gestartet. Wie war's, das Kind war alle versanden, Alter, was? Helene Fischer ist die tollste Frau der Welt. Ich habe immer noch nicht erklärt, wann unsere Folgen kommen. Das ist doch voll egal. So, ich kurz einmal zum Mietschreiben, die alle zwei Wochen Folge kommt auf Spotify, Apple Podcast, ganze diese Scheiße und auf YouTube. Folgen dazwischen, die Wochen dazwischen kommen nur auf YouTube. Das kriegen jetzt die Audio-Leute gar nicht mit, das heißt, das müssen wir beim nächsten Mal wieder erklären. Oh Gott. Lauter Behinderte! Kotzt mir das oder so, ich meine, sie müssen auf Spotify. Den, wenn du jetzt anbrichst, steck in dein Arschei. Das ist das eine Drohung oder? Versprechen. Ein bisschen was von Seite A, ein bisschen was von Seite B. Können wir den nicht? Das Ding da vorne ist halt das Einzige, was nicht gescheit hält. Also es hält schon, aber es hält nicht gescheit. Ups. Dann rasiert die meine Community. Die haben wir mit sehr viel Liebe in einem Stream zusammengebaut. Community sind das lauter 12-jährige Spasten. Können mich nicht rasieren, das schaffe ich selber. 12 haben die wenigsten. 9. 9? 9. Ja, zwischen 9 und 12. Das weiß ich ja, wo meine Twitter-Vorschläge herkommen. 88% sind zwischen 9 und 12. Schwul, schwarz, jüdisch. Jiddisch. Und, was gibt's noch so? Und haben keine Buben mehr, sondern haben jetzt Frauen. Ja. So. Aber nur die fühlen sich nur so. Die Hand kann ich wirklich. Ja, das stimmt. Das darfst du nicht sagen, Florian. Natürlich will ich sagen. Das kann ich wirklich ein Frauen sein. Natürlich, wenn man sich so fühlt, dann ist man auch natürlich eine Frau. Was habt ihr die Woche drin? Ihr Fotzen! Immer dreimal einen Super Mario-Film angeschaut im Kino? Dreimal? Sieh. Du Vollidiot. Nein, ich war mal. Ich schaue nur 14 Mal. Ich war mal, was sagst du? Ja, ich bin ein 10-jähriger Bub gewesen. Ja, du als Nintendo-Fanboy, das kann ich nachvollziehen. Also tatsächlich alles von dem ersten Mario auf dem NES spiele ich ja die ganzen Dinger und es ist ein Fanservice-Feuerwerk sondergleichen. Das ich habe halt irgendwann bei, ich sage mal, aktiv und alles zum Spielen, glaube ich, habe ich aufgehört bei Super Mario 4. Oder was war auf der Wii? Das Mario Galaxy. Wii? Selbst das habe ich nicht mehr gespielt, nicht durchgespielt. Aber trotzdem, ich habe einen Film gesehen und habe mir gedacht, ja, da, wenn du Fan bist, kriegst du den ganzen Tag so ein Lappen in der Hose. Ich habe echt Angst gehabt, dass das jemand sagt, weil ich bin in 14 Uhr Vorstellung gegangen und da waren halt Milfs da. Milfs? mit einem Nachgeburt hätte ich fast gesagt. Ja. Okay, Strike! Mit einem ausgewachsenen vollgewichsten Tempo. Das Reden und Schmerzen und wo man da nörgeln angefangen hat. Stell dir vor, irgendwann schleudert es da einen Abfallheim ein und irgendwann kriegt es aus und schmerzt mit dir. Wie so ein Pilzfarm, auf einmal soll innerhalb von Bauern ist einfach da. Du Scheiße, was machen wir aus dem Mülleimer aus? Ja, hilft nicht, muss ich dir einen Namen geben. Arbeit ihre Emil. Aber heute sei ich fest, ich war auch im Kino. Ja? Ich war im Kino. Ja, du hast Manta Manta angeschaut, oder? Du schaust dann Manta Manta an. Nein, ich habe mir Sonne und Beton angeschaut. Der soll komisch sein. Aber ich habe das Hörbuch habe ich mir gekehrt. Was willst du denn jetzt unten tun? Ich wollte mir eigentlich kratzen, aber das hat behindert ausgeschaut und dann habe ich es nicht und jetzt bin ich keine Lassen müssen. Alles klar. Ich habe noch nie gesehen, dass sie so verhält, wenn sie kratzt. Okay. Schon echt Stephen Hawking. Der wird zwar behindert, echt. War eigentlich ganz schlecht. Danke. Ja. Auf jeden Fall, ja, Sonne und Beton. Also ich finde ihn recht gut, es ist ja praktisch so, wie er aufgewachsen ist oder erklärt oder versucht zu erklären, warum viele Leute aus Berlin und Co. so sind und aus den Ghettos kommen. Ist ganz interessant dahingehend. Also ich finde es keinen schlechten Film nicht. Aber. Ich finde aber lustig, dass du Manta Manta 2 angesprochen hast und ich habe ihn nicht gesehen, ich habe mir bloß ein paar Kritiken angeschaut und eine ganz besonders. Und unsere Community und unsere Zuhörerschaft ist so alt, dass sie Manta Manta 1 noch kennt. Der muss so unterirdisch schlecht sein, dass es unfassbar ist. Ich habe tatsächlich nicht mal den ersten Manta Manta gesehen, weil mich der Scheiß sowas von nicht interessiert. Ja, vielleicht habe ich ihn da mal gesehen, aber ich habe nicht im Gedächtnis, nichts davon. Und ich habe einen Trailer gesehen und da hätte ich glaube, ich habe 94 geschlagen. Leck, ist das beschissen gewesen. Ja, also ganz ehrlich, wer in diesen Film geht, bitte mach Diabo sofort einen Haupt. Der da aus dem Film rausgeht und sagt, das war schon lustig. Ja, beim Horn von so einem Platten haben. Angeblich haben sie den Witz wieder ausgepackt, dass irgendjemand in seinen Stiefi sorgt. Das war so der Peak der Comedy damals in den 90ern offensichtlich. Du und Ask Me. Habe ich auch lustig gefunden, wie in der ersten Klasse in der Grundschule war.
hat er seinen Stiefel eingesucht. Und das hat man uns jetzt halt wieder. Also praktisch die Sonnenstiefel vom anderen. Nein, angeblich geht es überhaupt nicht um das Auto. Das Auto gibt es überhaupt nicht mehr. Bester Zeitpunkt, laut Till Schweiger, ja, machen wir Manta Manta 2. Das ist so dumm einfach. Du meinst, ja, du meinst Schweiger. Ja, mit Intelligenz geglänzt. Was bei Super Mario sehr erfrischend war, ist, dass sie der ganze Woke-Bullshit sehr in Grenzen gehalten hat. Sehr in Grenzen. War erfrischend, tatsächlich. Da ist niemand schwul, da ist niemand, der Luigi war nicht schwul, der Toad war nicht schwarz. Plus ja. Prinzessin war ein bisschen übertrieben krass da vor mir und keiner weiß warum, aber... Weil sind die Spiele auch so ist. Sind die Spiele auch so krass? Was rettet denn dann da? Also zumindest sind die 3D Mario Worlds zum Beispiel, kannst du dazu sie auch spielen. Langweilig. Sie kann halt dann was rettet man dann eigentlich so? Ja, da kämpfst du einfach gegen einen Browser. Gegen einen Browser. Da kämpfst du gegen Depressionen und Co. Ist der schwarz? Nein, grün. Langweilig. Grün. Scheide, da ist man nicht zu inklusiv genug. Nein. Das ist die ganze Scheiße. Aber war nett. Ansonsten. Ich hab noch nicht gesehen. Du hast nicht. Schau nicht so. Nein. Hast du sonst noch? Du warst im Hardline-Festival wiegert. Filmfestival in Ringsburg war wieder das Hardline. Ah. War wieder geil. Warst du mit deinem Podcast unterwegs? Ja, weil mit dem Spastenverein da ich nirgends hingehe. Ja, nicht. Ja. Mit dir lassen sie uns ja nirgends rein. Das ist ja, ich bin einige Orte schon Hausverbot. Komisch. Wegen urplötzlichen Ständen. Und ja, es war ganz witzig. Das Lustige ist, dass ich eine Geschichte aus dem Hintergrund kenne, die wir einfach nicht erzählen können, aber sie waren. Nein, wir haben ja die Eröffnungsbeitrag erhalten. Es waren übrigens ein paar Leute, die uns auch von Spezi-Wirtschaft kennen und haben gesagt, ja, geil, du bist der vom Bürger. Sag ich, ja, kenne halt am nächsten Mal Namen, du. Du bist doch der vom Bürger. Halt dein Maul. Ja, ich köstlich. Ich hab angespuckt. Auf alle Fälle war es dann ganz witzig. Ich habe nämlich dann das erste Mal die Erfahrung gemacht, für einen von meinen Witze vom Wutfremden belehrt zu werden. Oh Gott, erzähl die Geschichte. Ja. Und B, erzähl's. Wie sie Frauen fühlen, die vor aufdringliche Männer angemacht werden. Erzähl die Geschichte. Weil es ging los, wir waren auf der Bühne und haben halt gerade zwei Mikros gehabt, sind wir aber zu dritt. Jetzt habe ich gesagt, ja, der Mike hat übrigens kein Mikro, weil er ist taubstumm. Haha, Podcaster, taubstumm, haha, super Witz. Einige haben gelacht und später dann in der Kinokneipe hinten draußen ist einer gekommen, hey, das ist überhaupt kein guter Witz gewesen, dass du das gemacht hast und so, und das ist ja nicht okay und so weiter. Ich habe gesagt, scheißegal. Bist du taubstumm? Kennst du Taubstumme? Na ja, Thema erledigt. Also, heute mal den Haupt. Irgendjemand kann sich bei mir beschweren, wenn er taubstumm war, aber der hätte es nicht verstanden. Ja, ja. Du kannst, kann man einen Taubstummen eigentlich beleidigen? Ja, so. Aber wie erklärst du dem, was das heißt? So, ja. Wie erklärst du einem Taubstummen überhaupt irgendwas? Mit Zeichensprache. Ja, was du sagst dann, weiß ich nicht, teilst du auf einen Stuhl und sagst, das ist jetzt ein Stuhl. Ja, da gibt es ein Zeichen dafür, ich kann keine Zeichensprache. Ja, natürlich gibt es ein Zeichen. Aber es gibt definitiv Stuhl. Ein Zeichen für Stuhl. Es gibt ja sicher, aber wie erklärst du dem das? Du kannst es ja mal nicht sagen. Da gibt es Beutel. Und er kann es nicht hören. Handzeichen und da ist der Stuhl daneben. Und dann weiß er, das ist das Handzeichen. Das ist, wie du das lernst. Man sagt dir das und man sagt, das ist ein Stuhl. Du lernst es halt dann gerade. Wie lernst du ihm zum Beispiel das Wort? Arsch, Begabung. Ja, ich weiß nicht, ob es das Wort an sich gibt. Das wäre halt wahrscheinlich auch, wie es in anderen Sprachen ist, einfach anders rübergebracht werden. Du hast ja nicht in jeder Sprache das gleiche Wort. Wie erklärst du dem das Wort? Schön. Wäre es halt wahrscheinlich auch ein Wort dafür, die man erzeichnet. Ja, sicher. Ich bin kein Lehrer, was ist denn für Bullshit? Ich bin kein Lehrer für Zeichensprache. Ich möchte es aber wissen. Ja, dann google es. Wie erklärt man jemandem das Wort schön, wo der nichts hört und nichts schmatzen kann? Wir brauchen eine Taubstumme aus der Community. Haben wir Taubstumme aus der Community? Erklärt so schön. Das sind aber die Podcast-Leute. Ich glaube, die Spotify-Leute. Ich glaube, die zeigen uns dann einfach ein Battle von uns, wenn es geht, wie man den Taubstumme das Wort schön erklärt. Genau. Wiki Wiki. Wiki Wiki. Aber das war das erste, diese tolle Belehrung, dass mir Witz unangebracht war. Ich denke, I do not care. Und das zweite war ihm dann kurz drauf, ja, gehst mit mir heim. Also, du kannst mich doch nicht vorher belehren und deinen Witz als unangebracht betiteln und dann fragen, wenn ich mit dir heimgehe. Erst beleidigen und dann am Blasen. Ja. Wer macht sie erst ra? Ja. Ja, schöne Worte mit B. Busen, beleidigen, blasen. Und Bridget. Jones. Jo. Auf alle Fälle. Und das ist den ganzen Abend so da hingegangen, okay. Dass ich wieder mitnehmen wollte. Ich habe gesagt, jetzt hör mir auf, ich habe ein Hotelzimmer und ich schlafe halt mit dem Korbi. Da kannst du mal bloßen. Nein, da war der Korbi schon im Zimmer. Ich habe gesagt, ja, übernimmt die Action heute. Und jetzt weißt du, ja, wie kann die Action auch übernehmen? Dann haben wir am zweiten Tag wieder getroffen, dann gab es gerade so ein Servus. Und dann am dritten Tag habe ich wieder gesagt, hey, Kani, wie geht's dann? Ja gut, ja, lass später mal rummachen. Sag, was ist denn? Gesagt, ja. Was ist mit dem Typen? Ja, ich habe so viel lachen müssen. Was ist überhaupt? Ja, ja. Sicher. Aber ich habe so viel lachen müssen. Aber ich gesagt, lass später mal rummachen. War schwarz? Hat er sich auch mit dem Typen gefühlt in dem Moment? Ich oder? Weiß es nicht, ich bin nicht so tief eingestiegen. Und er bei mir auch nicht. Schade, eigentlich. Schade. Ja, es war auf alle Fälle. Mit deinem interessieren, damit du einfach eine längere Geschichte erzählen kannst, wenn du dann einfach sagst, ja, okay.
Und du gehst mit bis kurz vor dem Moment, damit du mehr erzählen kannst. Einfach weil mich interessiert, wie weit das gelaufen ist. Ja, also. Und dann hat er gesagt, okay, bye. Und kurz davor, hinterm Hostel, okay, tschüss. Er hat ein wenig ein Board gehabt, also ich dachte nur mehr glatt, dass ich nicht mitgehe. Kein Bock, dass ich dann irgendwie so Dreier am Zipfel habe. Ich dachte, ich habe vorher 10 ausschlagen, weißt du? Das mache ich auch bei Frauen auch. Da muss ich kein Typ sein. Ohne Zähnestute. Ich weiß nicht, wie weit, was wir noch alles sagen müssen. Ich weiß so einfach, damit der Kanal fort ist, das N-Wort zu droppen. Aber das ist zu einfach. Das ist zu einfach, das ist auch nicht lustig. Nee, unbedingt. Nein, das ist ein bisschen einfach nur ein Rassistendepp. Das ist richtig. Ja. Wir haben nur Frauenhasser. Und Transgenderhasser. Ja, und alles. Ausländerhasser. Nein, dann ist man ja Rassist. Ich bin Menschenhasser. Scheiße. Ich bin Menschenhasser. Das sage ich einmal. Und da ich selber einer bin, darf ich sagen, was ich will über Menschen. Nice. Ja. Das sage ich immer. Fette, dünne, dumme, dicke. Ich habe Hass für alle. Ja? Jeder wird von mir gleichmäßig gehasst. Das ist aber auch der Flo ein bisschen mehr, der Flo. Ja, okay, das ist schon. Ohne, der sich so kratzt. Ja, was soll ich machen? Und pro G im Namen einmal mehr. Ja, 48 G haben wir mittlerweile, oder? Nein. Irgendwas sowas. Ist das nicht eher dann ziemlich krass? Und der Witz wird langsam echt alt. Ja. Stimmt, wie viel G braucht man, bis man eine eigene Gravitation entwickeln. Also fürs Internet brauchst du mindestens 3G. Mindestens. Ja, aber ich hoffe, dass nirgends 5G-Masten aufstellen. Weil wir gerade so viel bei Filmzeigen und so weiter waren, diese Woche, glaube ich, war Star Wars Celebration Dingsbums. Hat da irgendjemand was mitgekriegt? Du, Star Wars? Natürlich. Du, Kim Flo, jetzt ist deine halbe Stunde. Sauf du, der Red Bull. Und mit deinem Maul. Du, irgendwas mitgekriegt? Ja, Trailer zu Ahsoka. Ist rausgekommen und was hast du Rebels gesehen? Glaube ich, haben wir schon geschmatzt, du hast nichts gesehen. Das ist halt jetzt, also wenn man Rebels gesehen hat, dann sagst du, oh, endlich kommen die ganzen Figuren aus Rebels in die Realfilmserie. Um den, in diesem nie die der eigentliche Elefant im Raum ist, warum bringe ich den Charakter zurück? Welchen? Welchen? Du meinst die zu den Filmen, die kommen mit der Rey? Ja. Warum tue ich das? Weil sie darauf aufbauen wollen. Warum? Tue ich das. Man schaut nicht nie, weil ich keine mehr verdiene. Du weißt nicht, wer Ray ist. Nein. Sie taten so viel mehr Geld verdienen, wenn sie sich mal irgendwas ausdingen taten, was nice. Und nicht, ja, so Babelei, du fährst das Female, die ist super krass und kann alles allein. Langweilig! Weiß ich nicht. Bin nicht so ein Frauenhasser wie du, darum habe ich nicht das Problem mit Frauen in der Hauptrolle. Es ist mir wurscht, ob das ein Weiblein ist. Nein, nicht, wenn du über jede Frau schimpfst, die in der Hauptrolle ist. Deren Luke absagt. Ja, die haben ja gar nicht abgesagt. Die sich selber Skywalker nennt. Ja, das darf ich mir aussuchen. Das darf man das Geschlecht aussuchen. Skywalker. Aber Namen nicht, oder wie? Da haben wir ziemlich die Grenze. Beim Geschlecht ist okay, aber beim Namen nicht. Na? Ja, wow. Das, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. J.K. Rowling ist auf 180. Gott sei Dank. Rowling, wie du sagst. Rowling. So weißt du übrigens auch. Nein, aber glaube ich nicht. Da kriege ich, weiß ich nicht. Ich hab mittlerweile so ein bisschen das Gefühl, ich werde mit so viel Star Wars-Scheiß zugemüllt, dass mich keinen Scheiß mehr interessiert. Gibt es eine verrückte Sache, die man da machen kann? Nicht anschauen. Ja. Ja, du ja nicht. Aber ich werde überall nun mal, wenn ich mich mit Filmen und Serien beschäftige, werde ich damit zugemüllt. Die Obi-Wan-Serie. Ich bin relativ stark in dem ganzen Business drin und ich kann das jetzt nicht unterschreiben, dass ich damit zugemüllt wird. Kann ich jetzt nicht sagen. Also es gibt viel mehr Sachen. Wie viele Serien gibt es mittlerweile? Und wie viele kommen noch neue dazu? Ja, aber wie viele Serien gibt es insgesamt? Ja, aber aus dem einen und eine ist schlecht, aber die andere. Nein, eine wird besser als die andere. Obi-Wan ist eine gute Serie. Sehe. Da kann ich deinen Podcast nicht mehr ernst nehmen. Ja, meine nicht. Das ist die unterirdische. Obi-Wan ist halt meine letzte Hoffnung, Obi-Wan. Tu mir das Ding da um, dass er mir ins Angeschießt. Es ist unfassbar, wie schlecht Obi-Wan war. Also voll unterirdisch. Gut. Voll gut. Schlecht. Voll gut. Darth Vader, cool. Da gibt es ein Fan-Remake von Obi-Wan. Ja, das ist die zusammengeschnittene, oder? Was die ganzen. Nein, ein Ex-Mitarbeiter von Lucasfilm, glaube ich. Ein Ex. Wie nennt man die Typen? Also, wo sie aber einen Film praktisch aus der Serie gemacht haben, oder? Meinst du das? Weil das habe ich auch schon mal gelesen. Ich weiß nicht, ob er die Serie noch mal aufarbeitet oder ob er aus den 10 oder 8 Folgen, was sind, einen Film macht. Sind sie sogar gerade 6? Und nein, glaube ich nicht. Also 10 sind es gewesen, nicht, aber 6 oder 8 davon. Dann haben sie 8, ist ja wurscht. Ist ein Ex-Mitarbeiter von Lucasfilm als FX-Artist, glaube ich. Und der reworkt diese ganzen Szenen, und da gibt es jetzt schon Vergleichsbeutel. Ich verstehe nicht, was Disney da macht. Wie wenn der Typ da allein kommt. Ja, zum Beispiel, wenn da läuft halt eine Szene auf der linken Seite und die reworkte Szene von ihm auf der rechten Seite, wo zum Beispiel der Obi-Wan gegen Vader kämpft. Hat die Effekte drüber ja, da hat einfach, ja genau, Beutel, teilweise haben sogar Sachen zusätzlich neu aufgenommen worden für diesen Ding. Und dann sehe ich diesen Mini-Trailer, da laufen nebeneinander
Serie vorher das nachgemachte Ding und ist jetzt da nicht. Was hat denn Disney eigentlich da? Was machen die da? Was dann alle Großen aktuell mit dem CGI? Das ist, ich weiß nicht, ja, scheiße, auf irgendwas rein, passt schon. Das wird irgendwie immer schlechter. Die Technik wird zwar immer besser, ja, aber die Effekte werden immer schlechter in den großen Produktionen, verstehe ich nicht. Marvel, schau doch mal Avengers an. Wann ist Avengers der erste Teil gekommen? 2010? Das ist kann 13 Jahre her. Ja, 2010 noch nicht. 13? Irgendwie so selbst. Ungefähr vor 10 Jahren. Und jetzt weiß ich nicht mehr, ob es der erste oder der zweite Teil. Aber ist ja vollkommen wurscht, da wo ich ein Luftschiff aus dem Wasser rauskommt. Mhm. Da bin ich da geguckt und hab mir gedacht, cool, ich weiß, dass das nicht echt ist. Leck mich am Arsch, schaut das gut aus, ist und krass. Und jetzt schaust du einmal ein paar so Effekte an vom, was fällt mir jetzt da spontan Wonder ein. Woman 84 ist zum Beispiel. Alter, ist das grausam. Zum Beispiel, aber gut, das ist nicht Marvel, DC hat noch ist das geil, nie ist was zu wissen. Das ist Warner Brothers, die hätten auch die Kohle dafür. Nimm mal ein Doctor Strange mit, wie hat es der letzte Multiverse of Madness. Ja. Wo das dritte Auge am ja, Grütze fix, Alter, sag, das kriegt, das kann ich auch. Ja. Sag, ich sitze mir daher, sag, das kann ich auch. Oder der Kopf von, der Burma-Kopf bei Neuer Tor, der auf einmal... Den habe ich nicht ganz angeschaut, weil der so zum Fremdscheimer ist, ja, dass es nur noch weh tut. Da geht schon mal los, dass du es das nicht anschauen kannst. Aber da kommt auch so ein Kopf, der schwebt dann, also so holographisch, sage ich mal, und dann sage ich, das ist nicht holographisch, was ist das ist spastigrafisch. Ja, aber ich weiß nicht, wo das auf einmal herkommt, dass das oder den richtigen, da wo du denkst, boah, ja, wow, leck, jetzt kommen wir langsam da. Dass Star Wars Episode 7, wie gut, dass das ausgeschaut hat. Und dann Star Wars Episode 7, da war ich ja noch richtig, da habe ich mir gedacht, ja. Wann war denn der? 2016. Oder 17. Es war allgemein, glaube ich, so zwischen 2012 und 18, sage ich jetzt mal, war für mich irgendwie so der Peak der CGI-Effekte. Und seitdem sparen sie wieder nur und es geht nur bergab. Ja, nur bergab. Und ich weiß auch nicht, wie nervt das. Und wir haben jetzt im Hardline Festival war ein Kurzfilm da und der schaut aus wie ein animierter Pixar-Film, also so ein richtiger Animationsfilm, aber er ist handgemacht. Dann sag ich, schau mir was, zwei Studenten ohne Kohle in ihrem Büro nebenbei in der Freizeit geschaffen haben. Und das schafft es vollberuflich, Vollzeit beschäftigt. Mit einem Milliardenbudget nicht. Mit einem 250-Millionen-Budget beim Film schafft es das nicht. Was ist mit euch eigentlich? Oder als Milliardenkonzern mit Millionenbudget, so. Aber da geht es wahrscheinlich los. Bleiben wir wieder bei Star Wars. Ja, Palpatine ist irgendwie zurückgekehrt. Wie viel hat der Writer wohl an Geld gekriegt? Mit dieser Nummer. Er ist irgendwie wieder, und auf einmal ist ein Sternzerstörer, Sternzerstörer? Armada da mit 800.000, wo kommt der? Die war im Nebel versteckt. Ja, die hat im Nebel gebaut auch. Oder die aus Nebel und Sternenstaub baut. Die hat das gemacht, genommen. Ja, also, es ist so ein Scheißdreck. Es ist wie Nanotechnologie bei Sci-Fi-Filmen, wenn du es nicht erklären kannst, ist Nanotechnologie. Irdischer Scheißdreck, ist unfassbar. Aber beim ersten Film bin ich schon aus dem Kino gegangen und habe gedacht, das war sehr erfrischend und besser, als ich dachte. Es war zwar im Prinzip der erste Film in nochmal modern. Es war Grätsche zwischen... Das ist aber genau, was ich haben wollte, da irgendwo. Ja, Grätsche zwischen neu und alt. Und dann kommt der achte. Und dann kommt der. Da bin ich da gesessen. Alec, Alter, was? Alec. Grausam. So, Themawechsel. Das war das Schlimmste. Das war die Szene mit dem Ding Hintriwerfer war für mich das allerletzte. Was hör mit dem, was ist jetzt? Die epischste Szene aus Episode 7, wenn sie ihm das Lichtschwert gibt und er nimmt es und schmeißt es hinter und geht davor. Und dachte, ja, wow, was ist denn das jetzt? Da war es Episode 8 und die Python. Und dann macht man einen Luke zum gebrochenen Mann, der Held deiner Kindheit, der niemand ist optimistischer in der verdammten Galaxis als er. Und dann ist er und zuselt an Alien-Nippel irgendein Gretchen Mille aus. Lecker. So, Themawechsel. Florian, was hast du so dabei? Wo kannst du mitschmerzen? Weil jetzt haben wir doch schon 23 Minuten gegeben. Was soll ich machen? Und du hast vier Wörter pro Stunde gesagt. Was? WPS. Vier WPS. 4 WPS, Words per Second. Words per Folge, Stunde. WPF oder? Words per Folge. Words per Folge. WPF, okay. Wir waren mal am Mittwoch in München beim Eishockey. Das war schön. Ganz komisch. Ist es das, was du uns das Foto geschickt hast? Da habe ich das Foto geschickt. Dreimal. Ja, weil das Internet dann nicht funktioniert. Oh wow, Internet ist dann dahinter geschaut. Und ich habe das Beutel hochgeschaut und mir gedacht, das wollte ich doch jetzt ein paar Mann schicken. Ich habe keine Ahnung, was du möchtest von mir. Nein, das war wegen am Sponsor. Led Bull Sponsor. Ja, wegen am Sponsor. Ja, haben wir jetzt schon mal. Ich habe es am ersten Mal verstanden übrigens. Nein, ja, ich habe mich ja nicht gewundert. Nein, haben wir keinen Sponsor nicht. Okay, was hast du auf Minge? Eishockey ist behindert. Ja, wir waren ja noch nie in Minge. Und wir waren das erste Mal da am Mittwoch und das war Spiel 7, weil es war recht interessant. Als ersten München-Besuch extra wegen Eishockey auf Minge, anstatt du so mit Stodo schaust, wenn du nicht warst. Ach, mein Herr, auf jeden Fall haben wir mir das Eishockey angeschaut. Ich habe noch nie
Entschuldigung, München, aber noch nie so viele Assis auf einem Haufen. Entschuldigung. München. Er hat noch nie so viele Assis. München. Kannst du mir jetzt mal Ohr mehr ausreden lassen? Weil ich möchte sie reden und dann kommt es so daher. Ich ja, redet doch mal schneller! Setz dich einmal durch, Florian! Ja! Ja! Zur Power. Power. Wichse. Frauenpower. Floriane. Ich habe noch nie so viel. Nimm mal Flug, geht an der Floriane. Genau, Hashtag Floriane jetzt. Bei den Hashtag mit drei A. Einfach scheiße. Auf jeden Fall. Scheiße. Waren das so viele Asoziale in diesem Stadion? Definiere Asoziale. Definiere Asoziale. Die definiere ich, ich sage einmal, das Alter zwischen 50 und 70, kann 50 sein. aber als, ja, so beschreibst du den Onkel Werner. Ungefähr so. Ich hatte nur 6 mit 30. Kannst du jetzt fertig reden, du dummer Aff? Nein, das ist eine völlig uninteressante Geschichte. Du musst dir ein schlimmes Wort einfallen lassen, wie Aff ist langweilig. Ja. Du fettes Nilpferd. Eimer. Nilpferd ist ein Gefühl. Eimer. Nein, jetzt hau ab mit Eimer. Eimer Abdallah. Das geht's weit. Das geht's weit. Du Eimer Abdallah. Zauber. Okay. Asozial, 50 bis 70, was? Ja, genau. Er war 50 bis 70 und der ist direkt hinter mir gestanden. Und da war so ein Stang und da ist er praktisch so draufgelegen die ganze Zeit und hat sich dann so nach vorn gebeugt, weil der war mega voll und der hat so gelbe Hände gehabt vom Rauch und hat gestungen ohne Ende. Also ich mag ja so frischen Rauch nach dem Raucher, wenn du kommst. Aber wenn der dann wieder hinstellt und der riecht immer nur nach Kolbenrauch. Geil. Und dann beugt er sich so über die, dass du auf deinem Kopf spürst, wie er mit der Nase ausatmet und an deinem Mund riechst, dass er gerade beim Raucher war. Also das war so asozial. Ich hab mich umgedreht, hättest du mal ins Mal gespinnt. Das Problem war, das waren drei so Asoziale und die waren so dermaßen voll und die haben auch wirklich nichts zum Verlieren gehabt. Ja, ich sitze richtig da und merke, wie es mir unangenehm wird. Und dann einmal, der war so fertig und hat gemeint, ja, er ist so richtig cool und dann haben sie mir dazwischen nur Scheiß eingeredet und wenn dann die ganzen Fans so gesungen haben, weil wir mir da in der Nacken gestanden haben, er dann mittendrin eingestinkt, zwei Wörter mit, auf geht's und dann der Rest einfach wieder weg und dann wusste nur Dings. Okay. Also auf geht's, Bayern schießen, du! Das war ganz schlimm. Das war wirklich geil. Ganz schlimm. In der WM, bei irgendeiner WM hat einer die ganze Zeit die falschen Namen gesungen, weil er es nicht gewusst hat. Der wollte wegen so Fangesang einstimmen und dann hat er einfach irgendwelche Namen gesungen, die gar nicht gespielt haben, der Vollidiot. Ja, so stell ich mir den gerade vor. Aber dann war auch Daddy da, ich sag einmal so, wer wird um die 40 gewesen sein? So stell ich mir aber auch den durchschnittlichen Stadionsportfan vor. Genau, ja, wie du es jetzt beschrieben hast. Nein, das ist nicht der Durchschnitt. Weil ich sage mal, die beste Version davor habe ich jetzt nämlich auch gesehen. Nur bei den 60er. Das ist praktisch, der ist mitten in dem Fanblock gestanden, ne? Und da waren immer so Notausgänge. Und da ist der miteinander kumpelt, Laufer. Und der hat eine Lederhose noch gehabt, so ein München-Trikot. Also hat richtig gut zusammen ausgeschaut, tatsächlich. Und der hat das so gefeiert. Der hat halt im ersten Drittel schon 3 Bier geholt. Und der war aber nicht peinlich besoffen, sondern hat richtig Stimmung gemacht da drin. Und ist dann hin und her gelaufen. Hat seine Kinder dabei gehabt. Okay, ist jetzt fraglich. Aber auf die also Leute haben ihn so hart gefeiert. Also es war richtig schön zum Schauen. Also das war wirklich nicht peinlich besoffen, sondern es war richtig... Ich weiß nicht, ich finde, es gibt peinlich besoffen. Ich sitze da auf Nacht und doch. Mein Lebensinhalt ist oft einfach einmal Leute im Internet erschießen. Glaub, dass ich nicht in der Position bin, mich über... Manche, die gerne große Dosen. Nein, aber das über degenerierte Stadionfans lustig zu machen. Aber irgendwie schon. Natürlich bist du in der Position, weil es gibt halt wirklich. Da ist auf einmal wieder die Grenze. Vorher sagen wir nur, wir hassen wir alle und verarschen wir alle und jetzt hast du. Sicher hasse ich es. Ich weiß ja da wieder 500 Bauern dimpfen, zuschauen, die alle zwei Tage in irgendeinem Stadion hocken und. Ich will spielen eigentlich, weiß ich nicht. Also es kam auch schon diverse Male vor, dass wir uns am nächsten Tag die Highlights angeschaut haben. Es gibt ja schon so. Was das da ums Spiel geht. Ja, hör mir doch auf, du. Natürlich. Hör mir auf, du. Natürlich. Ach, du. Kein Mensch geht dahin. Halt, stopp! Jetzt ist Pause. Schaffen wir es diesmal? Wir haben immer noch keine Eieruhr. Ja, wir brauchen wirklich Pause. Ich würde es feiern, wenn der Panzer so eine Eieruhr war, wenn er sich rundum dreht, dann ist es eine halbe Stunde gekommen. Jetzt müssen wir kurz... Kugeln schießen. Jetzt müssen wir... Ja, wir haben mal überlegt, wenn wir das bauen, aber ich kann es nicht. Das Ding ist so verreckt gebaut, da kriegst du einen Schlaganfall. Ganz verrückt. Ja. Haben wir mit einem Sponsor? Ja, Malking, oder? Stimmt. Nein, natürlich nicht. Das ist ein Scheißdruck selber kaufen müssen. Ja. Wow. Wow, soviel zu unserem Sponsoring. Vorher ist es abgeschleckt. Abgeschleckt? Weil hinten schwitzt jetzt so viel, jetzt brauche ich nicht abschlecken. Das läuft so selber aus. Nice, weiter geht's. Wie unsere Hörerinnen. Stadion-Trottel. Ja, genau. Danach, auf jeden Fall noch ein Eishockey, weil wir nur die Dünner-Geschichte erzählen wollten. Wollten wir uns noch schnell was zu essen holen. Kriegst du nicht nur Geld von ihm? Ja, das kriege ich auch noch, aber das...
ja. Auf jeden Fall haben wir dann noch uns gedacht, okay, bevor wir mal zum Auto gehen, holen wir so einen Döner. Lieber Zünti so. Dann stand da irgendwie Hassan Kebab. Dann gehen wir eine. Was Hassan Kebab? Hassan oder irgendwie, irgendwas Namen leider mal. Kommst Kebab. Du vielleicht ein F von Oberkraut? Fassan. Der Fassan. Fassan. Ja. Was ist jetzt? Ist ein Fassan drin oder so ein Anfassen? Ich verstehe es nicht mehr. Hey, Fassan, was? Und dann haben wir da reingegangen und haben gesagt, ja, wir hätten gerne einen Döner. Ja, haben wir nicht. Hä? Ja, das ist ein Kino, ja? Stell dir mal vor, du gehst in die Dönerbude. Ja, ich hätte gerne einen Döner. Ja, haben wir nicht. Hä? Ja, dann hat er gesagt, ja, aber wir haben einen Dürüm. Dann müssen wir dann nehmen wir drei Dürüm. Dann haben wir uns da eingesetzt und dann irgendwie so nach zwei, drei Minuten, weil da ist richtig schön drin gewesen. Das war richtig schön. Und auf der linken Seite war da ein Tisch, war dann so der Name eingraviert und so. Und spätestens da haben wir uns gedacht, irgendwie komisch. Ja, gut. Dann hat der andere gegoogelt, so die Speisekarte. Kein Essen unter 20 Euro. In der scheiß Dönerbude. Ja, das war halt nice. Wirklich ein recht schicke Ding. Und da waren halt alle Leute mit Hämmern drin. Und wir haben uns halt gedacht, jetzt noch schnell Dürüm to go. Ja, ja. Dann haben wir so ein Dürüm, wie es kennt, auch von der Länge her ein bisschen länger. Mhm. Aber so richtig dünn. Okay. Also 50% wie mein Penis, also so dünn, ja, aber nicht so. Sagen, mach keinen Schwanzwitz, mach genau. Keinen Schwanzwitz. Nein, natürlich. Kein Pimmelwitz. Warum liegt da vorne hier Pimmel? Egal. Auf jeden Fall haben wir dann so einen scheiß Dürüm gekriegt, der wo. Da wo dann Lammfleisch drin war und was weiß ich was da. Rucola, auf jeden Fall hat das frisch geschmeckt ohne Ende. Ich weiß nicht, ob Rucola. Ein Döner, was für ein so veganes Arschloch hätte ich schon was gesagt. Lammfleisch, du vegane Fotze. Und es war wirklich der erste Dürüm, wo nix rausgelaufen ist. Das ist schon weil wahrscheinlich nichts drin war. Ja, richtig. Und dann warst du nach diesem Dürüm, hast du mehr Hunger gehabt als davor, weil es wie so ein Morgen dran war. Was hat er jetzt wirklich kostet, der Dürüm? 12 Euro. Das ist ein schönes Thema. Jeder Morgen, fast jeder Morgen Döner in irgendeiner Variante. Ist mir jetzt auch völlig wurscht, ob das eine vegetarische Variante ist oder die mit Fleisch. Ich mag zum Beispiel keine Tomaten drin. Alles und Feder. Ich finde da immer noch... Das ist kein Blaukraut da drin, was es verloren hat. Weiß ich nicht ausgehen. Warum? Weil der Ahmed, ja, ist aufgewachsen mit mir, ihn schon in Grundschule. Warum und war eine Spezi so? Von damals. Und warum, weil er einer so geht hat? Jetzt nicht mehr. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich schon. Ich sag's lieber nicht, weil das ist so einer, der sticht die ab. So einer, was ist? Deswegen ist er wahrscheinlich auch weg, was? Und der hat eine Dönerbude gehabt und da hat es einen Döner gegeben und das waren einfach die besten und da war nur drin ein Puttenfleisch, Soße, Zwiebel, scharf. Viel scharf oder wenig? Und eben... Ein ganzes scharf. Ja. Also man kürzt das Hirnstäbchen. Ich hab's gemerkt. Und da waren immer auch Tomaten drin, das war alles. Da hat es nie Blaukraut gegeben, deswegen mag ich das scheiß Blaukraut nicht. Ich liebe das Blaukraut. Und ich finde Tomaten haben einfach so... Das ist nur so ein Glibberkack, den mag ich da nicht drin haben. Das macht das Ganze ein bisschen wasserig, finde ich. Ja, ja, mag ich nicht haben. Wir haben damals im Wurst auf die erste Dönerbude, das gegeben hat, die hat einen Mais rein. Da. Und ich habe seitdem nie wieder einen gefunden, der Mais drin hat, weil das war voll geil. So ein Löffel Mais mit eingeschmissen, Oberwelt. Weißt du, was mir auf den Sack geht? Es gibt zwei verschiedene Dönerbrotarten. Mhm. Einmal das Fladenbrot-Ding, das man einfach überall kaufen kann. In vier Teile geschnitten. Ah, das ist scheiße. Und das ist voll beschissen. Ja, das ist lächerlich. Das selber gemachte runde Döner ist so geil. Ja. Das es ist so geil, wenn das frisch gemacht ist. Da merkst du halt einfach, ob der seine Kunden wertschätzt, wenn er das ja. Das ist wie in Restaurants, wenn ich aufs Scheißhaus gehe und sie sagt, die haben gerade einlagiges Klopapier, dann sage ich, du magst deine Kunden nicht, du Arschloch. Richtig. Ein Sterne Google-Bewertung. Und die Arschlöcher deiner Kunden auch nicht. Ja, die vor allem nicht, weil ja. Da kann ich Schmirgelpapier auch hernehmen, ja. Wenn ich einlagiges Klopapier habe. Das heißt, legt mir irgendeine Scheißphrase her, wo ich einen ja. Dünni des Lebens kriege, dann muss ich zu ihr aufs genau. Scheißhaus und dann muss ich mit der hoherbleibigen Scheiße mein Arschloch putzen. Genau, dann will ich mal wieder rund. Schau wieder aus wie die japanische Flagge. Kurze Frage am Rande, was sagt sie zu Bidets? Ja, die nehme ich mir zum Arschloch putzen, ja. Voll praktisch. Ja. Habe ich noch nie benutzt in meinem Leben. Ja, keine nicht. Ja, nicht. Aber was hältst du davon, wenn sie es jetzt da... Ey, das ist doch eine Modeerscheinung aus den 70er gewesen. Das machen wir doch heutzutage nicht mehr. Na, eben eigentlich komplett andersrum. Eigentlich kommen sie mal mehr, das ganze Thema mit Bidets. Echt? Ich weiß nicht, ob man das Ding weil du heiser baust, oder? Ist man jetzt erst... Ja, weiß. Auch. Nein, es ist wirklich so. Es ist ja in ganz vielen anderen europäischen Ländern und sowas ist das ja standardmäßig. Mhm. So ein Bidet im Endeffekt. Und spritzt es ja auch, das nicht rum dann? Das ist doch spritzt dir schön ins Arschloch. Aber ja, ist das nicht eigentlich zum Fierswaschen gedacht gewesen und nicht zum Arschloch ausschwimmen? Na, das ist wirklich eigentlich fürs Arschloch. Und es ist ja auch viel hygienischer, wenn du dir das Arschloch ausputzt. Das weiß ich, ja. Als wenn du es mit einem Klopapier einfach nur verreibst. Aber dann hol ich mir doch lieber so,
Ja, es ist ja eigentlich so. Ein laugigen Klopapier. Ja. Der Charmin Bär ist entsetzt. Ich habe nämlich auch gemeint, dass das Scheißding für Arschlöcher ist, aber Ingeborg hat mir verzeiht oder erklärt, dass das eigentlich zum Fürswaschen gedacht war. Das ist, gerüchtemäßig habe ich das auch gehört. Das ist überhaupt nicht für das, was ich meine. Da müssen seine Füße einhalten und keiner hat so recht gewusst. Keine Ahnung, überall geschissen und Füße ins Klo gehalten. Es gibt ja mittlerweile auch Toiletten, die waren wirklich so, die wurde wirklich, die, du kannst ich habe ins BD eingeschissen und habe mir mit dem Klo einen Arsch ausgeschwappt. Nein, Fürswaschen. Ja, kommen Sie mal von da, oder? Ich hab in Dusche geschissen. Hab mir im Klo meine Füße gewaschen. Und ins BD eingespült. Hast du das mit dem Waschbecken, was sagst du? Waschbecken. Brunzmei, das haben wir noch nicht. Da such mal, ja. Passt. Sehr gut. Competition, wenn du bloß 1,60 Meter groß bist. Mit der Morgenlatte kannst du dich einfach hinstellen. Ja, und ansonsten musst du es halt länger ansammeln, damit der Druck größer wird. Du schießt schon auf. Ja. Mit der Morgenlatte triffst du den nicht mehr. Wir waren immer noch beim Döner. Ich weiß nicht, wir haben jetzt zum BD-Scheißen gemacht. Ja, was soll man machen? Was soll ich machen? Das ist ein ganz natürliches Bedürfnis. Dass man was darf bei euch der Döner kosten? 12 Euro der Dürim. Nein. Warum ist der Dürim eigentlich immer... Ein Euro teuriger. Immer ein. Ja, warum? Vielleicht ist da der Wickelaufwand mit drin. Der Wickelaufwand? Aber nicht vom Dürim. Nein, aber stimmt. Ist im Dürim, da ist ja, nicht mehr drin, glaube ich. Doch, das glaube ich schon. Also, ja gut, wie das ist der typische, ich sag jetzt mal so, ja, der richtige. Wir haben ja halt bloß Zuschauer, so den dicken Dürim halt, dass du nicht gerade so ins Maul einfüsten kannst, ja, so, genau, füst mal, ja, genau. Füst mal rein, füste den Dürim, schöner Titel für die Folge, schöner Titel für die Folge. Und einmal Abdallah. Schwuler Luigi. Einmal Abdallah füstet Döner. Einmal Abdallah füstet Döner. Richtig, okay. Die Hände im BD. Genau. Und wascht sie sein Arschloch im Waschbecken. Waschbecken. Ich flippe aus. Ne? Ja. Warum ist der da? Ja, da kann schon mehrere drin sein, das stimmt. Bei manchen ist es echt so. Also ja. Gibt's, wie du schon sagst, eine richtige Flanken, die du kaum ins Maul kriegst. Und die Heiner dann sind sicher nicht drin. Ja, genau. Und da ist, du bist da vorher noch im Dürren. Aber du kriegst ja tatsächlich oft welche, wo du sagst, ja, warum bist jetzt du ein Euro teuriger gewesen? Das ist einfach eine Frechheit. Du bist jetzt ein Euro billiger. Was ich auch sehr liebe, ist ein Döner-Teller. Frag mich nicht, warum ich das mag. Das ist im Prinzip ja bloß das Döner-Innere auf dem Teller und da sehen wir dazu. Mag ich einfach irgendwie, ich weiß nicht warum. Ja. Was aber auch geil ist, ist dieses Phänomen mit einem Döner. Wenn du einen Döner isst, denkst du so in dem ersten Moment nach dem Döner, geil, jetzt noch einen zweiten. Und jetzt noch einen zweiten. Und keine 5 Minuten dauert es und du denkst da, boah, leck der ohne Döner, der Schuppen. Und ab der Hälfte vom zweiten stellst du so, oh Gott, und dir geht's genauso beschissen wie noch ein Mäcki. Ja, und dir legt der Döner aber auch wirklich, ich sag mal, bis abends Minimum im Magen an der zweite. Und die Hölle war es während der Maskenpflicht, wenn du dann Masken auf hast irgendwo und dann so, das ganze Volk schwimmen, nur noch lautes Gnobi und Zwiebel und was weiß ich. Aber Döner schmeckt halt wirklich auch, wenn du drübst nochmal. Ja, das ist tatsächlich. Also es gibt so schon extreme. Also ich mag das natürlich nicht, aber. Geruchsintensive Soßen. Was darf der kosten? Der normale Döner. 55. Nein, ich sag 55. Mal, mittlerweile bist du schon bei 6 Euro ist, glaube ich, der Normalpreis. Ja, da bist du und ich glaube, drüber drunter ab in geht. Die Kommentare. Meckt ihr einen Döner, wenn ja wir? Und wie viel kostet der bei euch? Das darf mich interessieren. Habe ich nämlich in unserem Format im Format. Was war die Woche auf Twitter los? Heute ist zum Beispiel drin gestanden, Döner! Und alle beschweren sich, was Döner kosten auf einen Schluck. Nämlich 7 Euro auf jetzt. 12. Das war Dürüm. Bis 12. Ah ja, 11 Euro dann der Döner. Ja, das war 11 Euro dann der Döner. Ja. Und da bin ich auch da gesessen und hab gedacht, das ist... Warum? Weiß ich nicht. Warum? Es werden ja die Personalkosten immer mehr. Wer denn? Der Dönermann denkt so... 2,4 Euro mehr, den habe ich mir schon verdient. Ja, aber wir sind alle in Deutschland gleichzeitig. Ja, mit dem King of Kebab Dönerladen aus Arnstorf, bester Döner, wo geben tut. Mit dem habe ich mal geredet und habe gesagt, die ganzen Preise, die ganzen Energiepreise und so weiter, die muss ja auch irgendwie wieder einer arbeiten, die jetzt mehr erzeugt. Das Ding ist deswegen ja. Deswegen hat er vor Zeit alles auch um 1 Euro aufgedreht. Das Ding ist ja, Energiepreise hin oder her, ja, sie sind noch her als Vorkriegsniveau vor einem Jahr ungefähr, vor einem Jahr und 2 Monaten. Aber sie haben fast wieder da, wo es davor waren. Also warum kostet das Zeug alles mehr? Jetzt hättest du den Preis wieder zurückgeschlagen. Das ist genau auf das, was ich hinaus wollte. Und das ist einfach eine Schweinerei. Und keiner sagt, wie es ist. Aber wir sind jetzt mit einer Kugel Eis. Lass mich nicht lügen. Ich glaube, in Landau kostet die Kugel Eis, die ist so 1,50. Weiß ich nicht. Ich habe früher einen ganzen Eisbecher dafür gekriegt. Ja, früher hast du 50, 60... Mark.
Mark. 65 Mark kostet es, ja. Reichsmark. Ein Euro pro Kugel. Ja. Ein Euro 50 für so eine Kugel Eis, was nur Wasser und der Pulver ist, muss ich mich halt schon ans Hirn langen. Energiepreis, hä, wo, warum, ja, hä? Da drin. Weiß ich nicht, der Eismaschine, weil sie sich dreimal im Kreis drehen hat müssen, oder? Weil der Strom jetzt 2 Cent teurer geworden ist. Erderwärmung ist, du musst ja immer weiter runter. Ja, dann müssen wir mehr fürs Klima da runter. Ja, Hauptsache, wir schalten jetzt die AKWs ab. Das Hauptsache, der Ding, wer war das? Der komische Vorsitzende von dem Axel Springer Verlag, jetzt weiß ich nicht, wie der heißt, Töpfner, kann das sein? Wieso? Ich weiß nicht, wie er heißt. Ja, der, ja, aber ich weiß, da haben sie doch jetzt Mails von dem geleakt, für was das eigentlich zum Beispiel Welt- und Bildzeitung wirklich steht und dass die schon Werbung für die FDP machen sollen, weil es uns dann alle besser geht, wenn die FDP mehr da zum Sagen oder nicht. Oder geschrieben, oder was? Ja, da muss man ja nachgucken. Ich glaube, bei der Zeit.de oder selbst, die haben den Artikel veröffentlicht von den geleakten Mails. Und er hat irgendwie eingeschrieben, dass man für die Erderwärmung arbeiten sollten, weil irgendwie alles Bessere in wärmere Phasen oder selbst entstanden ist und darum ist es gut, wenn sie weiter wärmen. Also genau kann ich es jetzt wiedergeben, dann müsst ihr mal schauen, den Artikel findet ihr gleich. Aber da sage ich, ja, stell dir mal vor, wenn es jetzt ein Kosten hätte, irgendeine Zeitschrift hätte für die Linke, für die Gräner, für SPD oder selbst die Werbung gemacht, weil lecker da war wieder hier Polen offen gewesen. Aber ja, Chef von der Bildzeitung, der. Es ist auch sehr schwierig mit, wenn ich jetzt doch, ich sage mal, einmal am Tag kurz mal durch Twitter durchscroll und schaue so, was ist das Dümmste gewesen, was ich heute gefunden habe. Es ist schwierig, Politik zu dodgen. Ja. Sehr schwierig. Und ich mag einfach da nicht über diesen Mist schmerzen. Also zumindest, ich sag, du musst meine Vorschläge, die brauchst. Was für? Meine Vorschläge auf Twitter, die brauchst. Einwanger dagegen. Na, ja, den kriege ich leider nicht mehr so vorgeschlagen, weil ich jetzt schon lange nicht mehr auf sein Profil draufgeschaut habe. Nein, ja. Ich kann nur, aber wie gesagt, ich kriege auf einmal so Tweets von jungen Mädels, die über eine Entjungferung oder so steigen und die immer so, warum? Warum kriege ich das vorgeschlagen? Warum schreibst du das da eine und warum bin ich nicht Teil der Geschichte? Okay, dann join the chat. Es gibt so eine einfache Gleichung, Angebot ist gleich Nachfrage. Ja, ich bin verwirrt auf alle Fälle. Ich hätte gerne mehr Politik als so komische Sachen. Auf alle Fälle war leider Gottes ist zwangsläufig auch ein bisschen politisch, weil es nun mal damit fällt oder steht. Okay, das steht ja bei der Heidi Klum. Ja, vorher geschaut. Das waren, glaube ich, die längsten 3 Schweigesekunden jemals in diesem Podcast. Ich war ein bisschen geflüstert. So lange haben wir noch nie unser Maul gehalten. Gut, dass uns die Leute anschauen, weil die haben uns wenigstens beobachten können. Ja. Als Hörer war es jetzt gerade unangenehm. Als Hörer hätten wir 10% verloren in dieser 3 Sekunden. Aber es war ja eine eigene Schuld von denen, Sautippen. Ja. Ja, jetzt lässt man nicht wenn sie nicht zuhören können. Über Leute, die nicht da sind, lässt man nicht zuhören. Blind. Witz war jetzt unangebracht, gell? Ja. So geht nicht. Jetzt bloß einmal. Darfst du nicht. ich gehe kurz auf die Toilette. Okay, ist die unter dem Tisch? Ja! Ja, natürlich. Und zwar! Sag schon die ganze Zeit unter dem Tisch. Legalisierung. Ah, von Heroin, oder? Ja. Nice! Lang überfällig. Vom Gras. Sagen wir da dazu? Mir ist wurscht, weil ich rauche nicht. Also, mir ist wurscht, weil ich halt auch nicht rauche, ja. Also, ich rauche, aber ich rauche kein Cannabis und kein Weed und kein Gras. Wie haben wir jetzt sonst, was gibt es noch für Wörter? Cannabis. Ein Haschisch. Den spritzen wir. Den tut man im Spritzen, einen Haschisch. Den spritzen wir uns in den Oberschenkel, damit nichts passiert. Ja, oder zwischen Zähren. Und wenn da nichts mehr geht, dann in Twerlei. Und wenn da nichts mehr geht, in den kleinen Zähren. Ja. Dazwischen. Irgendwann tut man zwischen Hodensack und Zipfel oder unterm Sack irgendwann spritzen. Am Reidel. Ja, stimmt, am Damm. Tut man das tatsächlich? Ja, wir haben einmal vom Fußballverein, das wirst du auch wissen, oder? Wie läuft dann das, wenn du nirgends mal hin kannst? So, Alter, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich so, ja, warte mal. Genau. Helfen wir schnell. So, was du jetzt mit meinem Ständer? Die eine bindet einen Sack ab und der andere spritzt der. Ah, leck, Alter. Ah, Deswegen gibt's Hodenringe. Da schön. Ja, damit es selber ab. Aber ja, was hält man mir davon? Was hältst du? Was hält man von der Cannabis-Legalisierung? Ja, eigentlich längst überfällig. Sehe ich ganz genau, also tatsächlich. Obwohl ich selber nicht damit interessiert, es also wirklich einen Scheißdreck. Ja. Ich finde es so geil, dass der Bayern, der prophezeit ja schon wieder einen Cannabis-Tourismus. Ja, ja. Aber was ist dann das Oktoberfest? So, also wirklich. Kein Cannabis-Tourismus. So ist sehr, tatsächlich wahr. So sehr ich liebe, wo wir wohnen, so sehr ich unser Bundesland liebe und etc. etc. Aber was die Drogenpolitik angeht, das ist so ein hanebüchener, geheuchelter Humbug. Ja, das ist alles so lächerlich. Da sitzen sie sprichwörtlich, sobald jetzt das Wetter da draußen anfangen, schützen werden,
feiern wir jedes Wochenende von Dorf zu Dorf ein Festel, wo wir uns geistig behindert saufen. Jedes Wochenende, teilweise sogar zwei. Und am Ende des Jahres feiert man so ein Riesenfestel, wo die ganze Welt kommt und sich behindert sauft. Und dann sitzt der Södermacki da drin, währenddessen er sich sein Mass eingeholt. Ja, Drogen sind nicht gut. Halt die Schnauze, du Trottel. Vorher Mass gehst. Ja, halt die Schnauze, du Trottel. Also, ja, wir brauchen nicht noch mehr Drogen, wo er schon ist. Kiffen geht gar nicht, aber Mass auf Exaufen, das ist schon mal ja, geil. Ja, und dann musst du aber erst einmal schaffen. Ja, Mass, krieg ich Baubi. Und dann, ja, gut, sie probieren es. Das ist ja schon das einzige Gute, was ich der aktuellen... Die was zum Song haben, der zusprich, sie deren tatsächlich endlich einmal was. Ex-Menschen. Die Gesetze, ah. Wie schaden der Gesetzentwurf aus? Weißt du das jemand? Ja, aber den hast du jetzt auch noch verharmlost, oder? Verschärft. Ja, verschärft, genau. Also, verschärft, ja. Ich habe nur gesehen, dass der Lauterbach jetzt wieder so zurückgerudert ist. Verstehe ich nicht, warum? Ja, weil jetzt möchte er nur, dass man es praktisch, entweder man muss in einem Verein sein, in einem Grasverein. In einem Club, ja. Ja, im Club, alles für den Dackel, alles für den Hund. Bevor du das jetzt erklärst, wenn groß legal wird, wird jetzt das machen? Wie meinst du? Wie jetzt wird es bei uns im Land laufen? Dort, ich dachte, also, einfach an Alkoholgesetze knüpfen. Also du meinst ab 18? Ja, genau, das ist ja mal eh der Fall ab 18. Und du kannst halt die in Geschäften kaufen. Das ist Tabakgeschäfte, Tabakgeschäfte da jetzt vielleicht einmal auf das reduzieren, dass ich sage, da kaufe ich es. Gibt es noch wirklich Tabakgeschäfte? Was ist das? Nicht mehr viel, nein. Nein, stimmt nicht mehr. Aber Straubing und was, oder? Ich dachte vielleicht wirklich, genau. Also das war jetzt zum Beispiel was, man müsste halt am Anfang vor allem mal schauen, dass das nicht jedermann verkaufen darf. Also das auf jeden Fall für den Anfang. Wo ist das Problem, das staatlich zu regulieren? Da investiere ich Apps von unserem Steuergeld, das sowieso in die ganze Welt erst verschenkt wird, da kann man mal ein Stückchen abzwacken, dann baue ich da irgendwelche, was weiß ich, Plantagen und Firmen hin, die das Zeug anbauen, das staatlich kontrolliert ist, und dann dürfen es, was weiß ich, zertifizierte Läden und Apotheken oder solche Geschichten dürfen es verkaufen, die, wenn es an Jugendliche verkaufen, Lizenz, tschüss dann, wieder schauen. Plus Strafe und was weiß ich, wenn es beim Autofahren stellst, ist mir ein bisschen schwierig vor, aber wenn da würde ich halt sagen, überhaupt nicht. Ja, doch, das werden sie wahrscheinlich auch passen. Also das Problem ist halt, schlecht messen. Ja, genau das meine ich. Das ist halt einfach schwierig, wenn ja. Ich jetzt einen Rauch. Und dann fahre ich nächsten Mittwoch Auto, wird es mir immer noch nachgewiesen. Ich bin aber heute. Halt, du bist halt aber nicht unter Einfluss gefahren. Ja, genau. Das ist ja das ist momentan auch nur im Klären. Weil das ist bei Alkohol wahrscheinlich einfacher, weil du bist halt entweder ran voll und dann konnte, ich sage mal, zwei Tage lang Promillewert nachgewiesen werden und das baut sich relativ schnell ab, aber der THC-Gehalt halt im Blut nicht oder in der Pisse nicht oder in die Haare nicht oder was auch immer. Das ist ja normal von der Stärke am Arschloch nicht. Ich bin auch dafür, dass man dann THC-Proben an deinem Arschloch nimmt. Deswegen, dann wird es sehr schnell einen gehen. Einen schönen Abstrich. Dann wird es sehr schnell gehen, dass alle ein Bidet daheim haben. Ja, deswegen haben sie alle ein Bidet. Cannabis legalisiert, Bidet-Bau boomt. Und so darf es mal. Stattdessen kämen sie wieder mit irgendeinem selten dämlichen Scheißdreck daher. Da müssen jetzt Clubs gegründet werden. Die dürfen dann im Monat 50 Gramm, aber am Tag darfst du nur 25 Gramm kaufen. Genau. Die dürfen da drin aber kein Geld nicht machen. Dann sage ich, was hat denn der Club an Ausgaben, dass er die 25 Gramm, die es bei ihm die Mitglieder kaufen, wo sollten der das Geld hinwerken, dass er kann geben? Was ist das wieder für ein Schwachsinn? Mhm. Und ich glaube, die Clubs dürfen nicht größer sein bei 500 Mitglieder. Nein, 50, oder 50. Ich. Ja, was? 50. 50. Dann müssen die Clubs, müssen sie mit Jugendarbeit auseinandersetzen und mit den Jugendzentren im Ort zusammenarbeiten. Wenn sie es nachweislich nicht deren kriegen, sie was ist das auch, für ein dummes Scheiß? Die dürfen auch nicht in der Nähe von Schulen sein und ab 18, glaube ich, darfst du nur bedingt, ich glaube, 2 Gramm oder so oder irgendwie sowas, also ganz wenig kaufen. Oder 20 dann voll. Ja, das habe ich auch gelesen. 25 Gramm am Tag darfst du kaufen und 50 besitzen. Besitzen. 50 im Monat. Aber du darfst da, was auch jetzt siehst, du darfst bis zu 3 Marihuana-Pflanzen selber umbauen. Selber umbauen darfst du das. Das weiß ich jetzt nicht, wie viel ich schon. Das weiß ich schon, auf was ich hinaus wollte. Ich weiß nicht. Es gibt ja zig verschiedene Arten von Cannabispflanzen und manche werden, das weiß ich jetzt eben nicht, größer, kleiner. Manche Weiberl, Pflanzerl haben viel größere Blüten als die anderen. Was ist, wenn jetzt da 80 Gramm dran hängen? An einer. Und dann egal, in dem Moment, wo ich es aber ernt, besitze ich im Monat natürlich mehr als 50 Gramm. Das ist alles schon wieder so ein undurchdachter Schwachsinn. Du darfst dann wahrscheinlich nur 50 Gramm ernten.
Die anderen 30 Ja, und die Polizei muss ich zuschauen, dass es kaputt geht. Ja. Was ist das denn für ein hirnverbrannter Dreck? Dann muss er 30 gleich ballern. Stell dich nicht so. Ich muss dann sofort weggehauen. Selbst auch nicht. Oh, nicht vor allem, was sind die Regelungen für den Club? Der muss ja irgendwas verkaufen. Wie viel dürfen dann die Person, die der Clubleiter ist, besitzen? Darf der dann mehr besitzen oder mehr? Es ist so ein undurchdachter Scheißdreck. Ja. Und das Allerdümmste ist, und das wundert mich, dass das nicht irgendwie daran geknüpft ist, dass der deutsche Staat da nichts verdient. Und das darf ich ihm vergönnen. Das wird aber noch kommen. Sicherlich. Das ja, aber das weiß man nicht. Jetzt werden die nächsten 5 Jahre in Deutschland Gebiete ausgewählt, wo das mit Geschäften probiert wird, testweise. 5 Jahre lang. Ja, mindestens. Aber die sollten doch, die müssen doch so schlau sein, die sind doch die ganzen Händlersucher, die haben doch eh schon die ganzen Kontakte. Auf jeden Fall. Ab in den Park. Die Leute ein bisschen mit einbeziehen. Das auf der einen Seite ist das Argument, den Schwarzmarkt damit zu töten, was groß betrifft zumindest, und einen Dealer arbeitslos zu machen. Gut, der verkauft dann bloß noch das andere Zeug. Schwarzmarkt, aber trotzdem, aber so. Der Schwarzmarkt, Frauen, schwul. Das ist aber nicht sehr divers, dieser Schwarzmarkt. So halt mich. Ich weiß ja gar nicht, warum mich das so triggert. Weil mich interessiert es halt einfach wirklich nicht. Offensichtlich schon. Ja, aber weißt du, wie das so dumm ist? Ja, aber du hast ja noch gar nicht die richtigen Pläne, die sind ja noch gar nicht da. Das sind ja erst. Alle haben die da! Ja, aber da ist ja nichts verabschiedet. Das ist ja noch nicht entschieden. Ja, genau. Bloß bestätigt, oder nicht. Ein Entwurf ist ja noch nicht komplett fertig. Das ist ja, da kann sich immer noch was ändern bei der ganzen Sache. Ja, der muss sich aber schon ganz schön krass ändern, dass da noch irgendwas mit Sinn rauskommt. Ja, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob es so dramatisch ist, weil A, erstens mal interessiert es mich nicht so stark, weil ich kiff. Und B, wer es da machen möchte, der soll es ja da machen. Das ist. Ja. Die werden sich schon was bringen dabei. Das ist jetzt auch cool. Es ist auch gescheiter. Also ich finde das Argument zum Beispiel schon mal nicht schlecht, dass es ja dann, du weißt ja dann mehr oder weniger, was du kriegst. Das ist ja schon mal ein Riesenvorteil für Leute, die, man kennt ja, glaube ich, auch. Das kontrolliert ja keiner. Freilich wird das Teil kontrolliert. Die dürfen ja nicht einfach jetzt halt irgendeinen Bullshit verkaufen. Das ist ja dann auch vorgeschrieben, was für ein Zeug, dass die verkaufen. Wo die Clubs das Zeug her? Ja, das wird halt wahrscheinlich aus kontrollierten Anbauten kommen. Da wird wahrscheinlich genau drauf geschaut, da werden schon Botaniker, denke ich mal, ja im Boot drinnen sein, dass man sagt, das und das wird angebaut, damit der und der Gehalt drin ist und was weiß ich. Und dann muss der Club das Zeug wie ein Einzelhändler kaufen und verkaufen, aber er darf kein Geld verdienen. Was ist denn das für eine dumme Scheiße? Mit dem nicht gewinnorientierten Clubs, das habe ich auch noch nicht ganz durchschaut. Wie das funktioniert. Aber ich habe mir da nicht eingelesen, darum kann ich mich jetzt wirklich drüber aufregen. Gewinnorientiert ist immer sehr vielseitig. Ja, du kannst unter dahinter noch was schauen. Ich wollte gerade sagen, wir haben dann einen Platz, wo wir offiziell damit handeln dürfen. Dann weiß ich ganz genau, wie es. So. Nein, du darfst dann damit nicht handeln. Offizielles Gras. Wir treffen uns da am Tisch in unserem super tollen Cannabis-Club. Woo! Ja, super geil. Dann kommst du, Floriane. Mit 3G. Florianik. Also, heute habe ich was gewürzt da. Das ist unser offizieller Obauer Ding, das hat ein THC-Gehalt von, ich kenne nicht aus, keine Ahnung, 12. 18. Und weil, hey, weißt du, da bist, da habe ich aber das auch noch, das kostet weniger und ein THC-Gehalt von 400. Und da sowieso keiner nachkontrolliert, ob wir mir da irgendwie gewinnorientiert sind oder nicht, gibst mir das halt bar, hat keiner gesehen. Viel Spaß, Florian. Ich wollte aber 12. Haben wir jetzt tausch? Ich weiß nicht, meinst du wieso willst du denn 12? Wieso möchtest du denn 12, wenn es 400 auch gibt? Ja, weil 400, da schießt die Gleis aus dem Limo, mit 12 kannst du es kontinuierlich über den Tag machen. Ich weiß nicht mehr, was 12 ist. Er ist ein Genießer. Muss ich auch nicht fragen. Ich habe keine Ahnung. Es gibt schon irgendwo, glaube ich, in einem Gramm Großhand so und so viel THC drin. Und warum, was ist, warum läuft dann? Nein, so und so viel Gras drin. In so und so viel Gramm groß ist so und so viel THC-Gehalt halt drin. In Milligramm, Mikrogramm, keine Ahnung, gibt's schon. Geh mir nicht aus. Da, wenn sie da mal drüber schmatzen gehört in irgendeinem Podcast, wo er sagt, das Zeug, was du heute kriegst, das strahlt dich dermaßen nach Timbuktu, was vor 20, 30 Jahren halt, da hast, weiß ich nicht, 14 Bongs rauchen müssen, dass du fertig warst. Ja, wenn man da manche Bekannte anschauen, wenn man dann hast du jetzt gerade Heroin geraucht oder groß? Ich verstehe nicht. Gesundheit, Florian. Das ist auch so ein Grund, warum mich es als Raucher überhaupt nicht interessiert. Nein, mich auch nicht. Weil ich da fake nur Leute zugeschaut habe dabei. Ja. Dann es gibt so geile, gemütliche, wo du sagst, ja okay, da ist jetzt ein bisschen prall, das passt, das ist gemütlich. Und dann gibt es die anderen, was meinst, den Schwäckler das ganze Gesicht auf und er kann nicht einmal mehr gerade aus, was weiß ich, also ja. Nur dazu, bei mir rührt es nicht an. Es gibt entweder nur, rührt nicht an, was ist die Scheiße, oder
Ja, genau, und der hat es mit den 200 Kilo die Folge von mir oben. Und das, da kann ich mir legale Bier einsaufen und gut ist. Ja, aber du brauchst wieder drei Tage. Das, ja. Ja, gut, ich weiß gar nicht, wie ist denn das? Man hat ja keinen Kater nach dem Kiffen, oder? Weiß man das? Keine Ahnung. Ja, ich kann ich auch nicht sagen. Ich kann es nicht sagen. Aber ich glaube nicht, oder? Wahrscheinlich aber halt nicht. Community, hat man einen Kater nach dem Kiffen? Ja. Boah, weißt du noch, wo man mir auf dem... Wer antwortet, wird angezeigt. Wer antwortet, wird angezeigt. Anzeigskast. Ja. Wo wir auf dem Festival damals waren, da wo du auftreten bist. In Österreich. Österreich. Ja. Weißt du, wie es da gestimmt hat? Ja, ja, das ist ja hey, aber das war, nein, das war nicht das normal. Ist ein Konzert, du warst noch nicht auf Festivals, gell? Oder allgemein Konzerte. Das und Konzerte. Das dauert genau zwei Minuten. Das ist ein scheiß Minuten. Problem. Natürlich. Du bist unser du Problem. Du hast keine Ahnung von gar nichts. Kotz Festival, mir, du kotzt mich an. Du gehst auf ein Konzert, du gehst auf ein Festival, ja, aber es dauert zwei Schritte. Ja, es ist okay. Genau. Das war, nein, das fand ich sehr intensiv. Vielleicht war ich einfach da nur 12, zwei Gerüche. Aber da warst du wirklich nur 12, ja? Nein, überhaupt nicht. Du warst schon sehr jung. Wann, aber du wann hast noch Muttermilch getrunken, oder? In der Zeit. Die trinke ich heute noch. Entschuldigung, das heißt nicht mehr Muttermilch, sondern Milch des zeugenden Elternteils. Ja, ich habe auch so ein bisschen harten jetzt, einen halbzarten. Du hast zwei Gerüche auf dem Konzert. Das ist Schwitze und groß. Und Scheiße ja ein bisschen. Wenn es aufs Klo gehst. Ja, also okay, so, ich sag dazu schon gar nichts mehr. Ja, aber du auf dem Open-Money-Festival warst, da riechst du nur Schweiß, weil da kifft man nicht, da frisst man bloß Tabletten. Halt doch dein Scheißmaul. Und dann schwitzt er so richtig. Hast du da einmal gekifft, das Grohe? Mann, so? Weißt du, wie lange das her? Nein, das fällt auf jeden Fall nicht ein. Nein. Florian sind da zufällig, da hat es nie noch gekifft und haben irgendwie... Ja, da hat es gekifft, das sagst du, ist wie geräuchert ist. Da hat es nicht nach gekifft haben gerochen und haben da, zufällig alle Wasserflaschen, jeder zweite ist irgendwie mehr Wasser als Alkohol drungen. War das komischerweise irgendwie so? Mann, keine Ahnung, ja. Bist du wie auf der Kuhweide vorgekommen? Das ist ganz komisch so. Haben alle gekaut, aber keiner hat gegessen. Kein Daumen. Haben alle Laseraugen gut? Haben alle sich eine Delle in die Augen gehabt? Na, Feierabend, Jungs. Okay, tschüss. Okay, bye. Ich sag nicht du, sondern die anderen. Ich sag schon ihr. Ja, du. Nein, ich nicht. Aber hauptsächlich ihr. Ich war erfahren. Das, obwohl ich das wahrscheinlich sogar nochmal richtig krass lustig finden würde, wenn ich das sehen würde, Alter. Was da ich da wahrscheinlich durch dran. Am Flur auf. Wenn du es kauen, aber ohne Essen umhast, dann reißt es mir gar nicht. Gib mir das nächste Mal was anderes statt. Das wird dann die 100. Podcast. Du bist so schön unschuldig, Florian. Das ist so nett. Man, ist jetzt einfach 10 Jahre älter und einfach verrückt. Ja, und das habe ich aber vor 10 Jahren habe ich aber auch schon gewusst, was, wenn alle so dastehen mit der Wasserflasche und so. Dann weiß ich einfach, was los ist. Das habe ich vor 10 Jahren schon gewusst. Jeder, dass das ADHS aber, im Spiel ist. Das weiß sogar ich. Was Ritalin vergessen zu genau. Oh, fuck it, oh, fuck it, oh, fuck it. Oh, fuck it, die Musik kommt nicht schneiden. Oh, was wäre Ritalin, was wäre Ritalin? Stark. Oh, links war Dreier. Ich mag ihn mit. Ich hätte da schon noch ein paar schöne Sachen stehen. Ja, erzähl mal, ich habe auch schon stehen. Wir hätten sehen wir uns für nächste Woche, weil sonst haben wir nächste Woche nichts mehr. Achso. Nein. Okay. Was haben wir jetzt noch? Berlin dürfen wir dann bald. Ja, in Berlin dürfen wir schwimmen jetzt bald alle oben ohne. Ja, die dürfen doch schon. Das ist einmal eine schöne Nachricht, habe ich auch gelesen. Das darf ich doch schon. Ich wusste, dass man das vorher, dass man das nicht darf. Das ist aber durchwachsen schön, weil ja. Das heißt ja, dass Heidi Klumpen so oben ohne rumlaufen. Ach, geil. Wobei die haben meistens größere, gell? Das ist ja, schon. Aber die hängen dann meistens so. Ist ja wurscht. Die hängen meistens bis da oben so. Eumel ist Eumel. Und dann schirkeln sie nach links um und nach rechts um. So richtig geil, das so richtig so Behindi-Boobs. Und dann gehen wir zum Augenarzt. Das waren praktisch Bubi Downey Jr. Stell dir vor, du freust dich so auf so ein richtig schönes Motorboot, machst dann BH oder ziehst du auf und dann schauen sie dir um. Ja, genau. Dafür gibt es dann im Schwimmer gibt es dann die Schwimmbrühen. Mit denen Würst, die können da runterholen. Die musst du dann drüber oder die Würst. Ja. Dann schauen sie wirklich rein. Ja, aber tatsächlich finde ich das eigentlich ganz cool, dass da. Aber ich bin da hat sich irgendwie keiner beschwert, ne? Oh. Ich hätte noch einen FC Bayern-Witz fürs Ende. Nein! Wir haben uns schon die Scheiße gemacht. Mit was kocht Mané am liebsten? Mit Schlagsahne. Okay, ich hab das nicht mitgekriegt. Der Mané hat einen Sahne geschlagen. Ach Mann. Okay, können wir jetzt zu Ende machen? Da habe ich ein bisschen einen Witz. Der Mbappé, wo springt der? Paris Saint-Germain. Vor Zeit habe ich mit einer Bekannten geredet und sagt sie so, ja, mein Bub und der Samuel, hier Fußballfan und das und dann hast du ihn auf einmal mit Emma Pappe. Emma Pappe? Dann sag ich, Emma Pappe? Ja, Emma Pappe, die da in Paris spielt. Dann sage ich, ich glaube nicht, dass eine Frau in der Männermannschaft da mitspielt und so. Oder meinst du vielleicht einen Mbappé? Ja, was weiß ich? Dann sage ich offensichtlich nichts.
Das haben sogar ich gewusst. Mbappé. Das ist jetzt über das erste Wort deines Kindes. Mbappé. Du musst nicht ob ich Mama oder Papa sagen, so Mbappé. Zeugen des Elternteil. Das hätte ich aber ein bisschen wie Brian. Let me handle this. So, Mbappé. Jetzt genau. Ein bisschen italienisch. Gekose? Ja, wenn wir in 6 Wochen fliegen wir wahrscheinlich in Urlaub, wahrscheinlich nach Italien. Na, oh ja, dann werde ich den ganzen Tag, wenn ich nicht mehr weiter weiß, Mbappé. Oh, Mbappé, die Pappe. Ich glaube, du bist der Pitch. It's a butter. It's a der Pitch. It's a Mbappé. Pitch. Ja, it's a Pitch. It's a der Pitch. Immer der Pappe. War von Gulus Drunz, jetzt hören wir bitte auf. Ja, jetzt wird es echt Zeit, jetzt reden wir. Jetzt wird es ein Krampf. Die Leute haben mich schon ausgeschrieben. Ja, ist überhaupt irgendjemand da. Haben wir mit Leuten überhaupt heute mal irgendwas gefragt? Was? Ja, ab und zu hat es mir kostet, so ein Einstellen aufs Kiffen in Kommentare, damit wir sozusagen kennen. Ja, damit wir sozusagen kennen, die Vollidioten. Ja, genau. Sämtliche Straftaten bitte online stellen. Ja. Adresse bitte dazu schreiben, damit wir nicht zuhören fangen müssen. Und irgendjemand hat gesagt, der macht mir Wurstbrot oder Butterbrot, aber das habe ich bis heute noch nicht gesehen. Ja. Also, leere Versprechung ins Sportzeug. Mit Eichelkäse. Ja. Und mit Arschlochkruste. Krustige Kruste, Kruste, Kruste. Schön. Genau. Was ist für heute oder was? Ja, das ist sowas so. Möglichst asozial. Ich wollte jetzt auch noch sagen, falls ich mich verheiraten will, Online-Anträge stehen auch zur Verfügung. Unter russenschlampen.de. Wieder ein Wort. Jetzt. Florian Olga Wander. Russenschlampen-floriane.de. Punkt 3G. Mit 3.DGGGE. Dickendorf. Aber ich sag, Tafe ist immer nur damit überfordert, Flocki mit 3G zu schreiben. Jetzt kommt mit nur am Namen daher. Ich bin ja gespannt, wie es Floriane schreiben. Mit V. Da wundern das mich nicht. Fenster V. Wundern das mich nicht. Das gute alte Fenster V. Ja. Hat noch jemand was Schönes? Hast du was Schönes? Du was Schönes? Darf ich doch nicht sagen, das müssen wir bei den Fenster machen. Nein, das machen wir dann nächstes Mal, weil das Handy ist jetzt alles so, das ist alles so viel. So ist es so viel? Ja, dann müssen wir nächste Woche überschmeißen. Dann, ich sagen, Conny, merkst du, dass du meinen Panzer nicht abbrauchst? Lass es. Nein, böse aus. Artilleriebeschuss! Danke für... Brichst du das hin, wenn es drauf aus ja, wahrscheinlich, ja. Der ist ja relativ massiv, was ich da. Der ist. Ja, der ist auch nicht hohl. Der ist, ja, ich wollte sagen, war der von Lego, war der hohl. Ja, genau. Und innen drin bunt. Und dafür halt 800 Euro teuer. Auch, ja. Mindestens, ja. Der kann jetzt sogar vorne, oder? Der kann vorne rein und einen Turm rein. Also, ein Matchbox-Auto war cooler. Du kannst einfach aufziehen. Kannst jetzt Richtung Kamera zum Abschied fahren müssen. Genau, das war richtig cool. Und dann machst du einfach nur und Erika. Erika. Ja, genau. Lassen du Vieri fahren. Wie denn? Ja, ganz langsam schier mal, genau, du Mongo. Was hast du denn gemeint? Ja, weiß ich nicht, dass man irgendwo drauf. Also wenn sie die exklusive YouTube-Folge heute... Ne, die ist schon lange mit der Kamera, du Trottel. Ja, was doch hin. Wenn sie diese exklusive YouTube-Folge heute nicht rentiert oder zum Schauen, Kinder, dann weiß ich es auch nicht. Kann ich, merci fürs Mitschmerzen. Florian, merci fürs Mitschmerzen. Und jetzt verpisst euch, weil ich euch zwei fetten Trottel nicht mehr da haben will. Okay, bye. Bis nächste Woche. Okay, tschüss! Bei diesem Handball.